Toni Kral, der Sänger, 35 Jahre, Berliner, verheiratet. Zur Gruppe gehört er seit 1975. Vor den Konzerten ist er verantwortlich für das Licht, von der manuellen oder Computersteuerung am Mixer über das Dimmen bis hin zu den Farben und Spots. Toni Kral ist ein Genießer bei all den Dingen, die er gern tut. Klaus Selmke, der Drummer, 35 Jahre, Berliner, verheiratet, Gründungsmitglied der Gruppe. Zu seinem Verantwortungsbereich gehört die Studiotechnik. Er bringt die Bandaufnahmen bis zur Sendereife. Klaus Selmke ist der Mann in der Gruppe, der jedes neue Gerät öffnet, kaputt macht und dann aber auch wieder ganz machen kann. Fritz Puppe, Streetgitarre, etwas älter als 35, Berliner, verheiratet, Gründungsmitglied. Zuständig für die Public Address, auf Deutsch die Gesangsanlage. Da sind Mixer, Soundtrack, Endstufen, Crossover, Lautsprecher, Mikros. Fritz Puppe weiß über Gitarren garantiert alles. Manfred Hennig, Keyboarder, 32 Jahre, Randberliner, unverheiratet. Seit Ende 1981 in der Gruppe. Alles, was an Computertechnik zum Keyboard gehört, ist sein Gebiet. Manfred Hennig ist von Natur aus ordentlich, deshalb untersteht ihm auch die Teeküche der Gruppe. Thank you.
Tschüss.